Die Hollywood News im Gala-Ticker, Lea Michele spricht über den steinigen Weg, ein weiteres Mal schwanger zu werden, ++ Leonardo DiCaprios Ex-Freundin ist verlobt, ++ Miley Cyrus hat eine neue Liebe gefunden, Hollywood News 2022 im Gala-Ticker, 4. März 2022. Lea Michele, gebrochene Herzen beim Versuch, schwanger zu werden, Lea Michele, 35, ist seit 18 Monaten glückliche Mutter des kleinen Eva. Gerne würde der Gläster seinem Sohn ein Geschwisterchen schenken, doch offenbar scheint dieser Wunsch nicht so einfach erfüllbar. Schon bevor sie mit ihrem Jungen schwanger wurde, hatte die Schauspielerin bereits lange versucht, ein Kind zu bekommen. Eine Quelle aus dem Umfeld berichtete damals dem Magazin People, Lea Michele und ihr Mann Sandy Reich haben sich schon lange gewünscht, Eltern zu werden. Nun fragte ein Fan den US-Star, ob Eva bald eine Schwester oder einen Bruder bekommen soll. Wir hoffen es auf jeden Fall, antwortete Lea über ihre Instagram-Stories und sprach auch sofort ihre Schwierigkeiten bei der ersten Schwangerschaft an. Unsere Reise, ihn auf diese Welt zu bringen, war nicht einfach, erinnerte sie sich und verriet auch den aktuellen Status quo bei ihrem Wunsch nach einem weiteren Kind. Dieses Mal hatten wir bereits einige gebrochene Herzen. Dennoch hat Lea offenbar die Hoffnung nicht verloren, ich habe Vertrauen, dass Gott uns ein weiteres bringen wird, wenn die Zeit reif ist, 3. März 2022. Leonardo DiCaprio, Ex Erin Heathorton ist verlobt, Leonardo DiCaprio, 47, datete in der Vergangenheit eine ganze Riege an Topmodels. Wenn der Hollywoodstar auch bis heute vor keiner seiner Herzdamen auf die Knie gegangen ist. So haben die meisten von ihnen ihr Liebesglück mittlerweile anderswo gefunden. So auch Erin Heathorton, 32, mit der Leo 2011 für etwa ein Jahr liiert war. Der einstige Victoria's Secret-Engel ist nicht nur glücklich vergeben, sondern nun auch verlobt, die freudigen Neuigkeiten teilt Erin Heathorton am Mittwoch 2. März 2022 mit ihren rund 960.000 Instagram-FollowerInnen. So glücklich, schreibt sie neben einem weinenden, einem Verlobungsring und einem Verliebt-Emoji. Dazu teilt die 32-Jährige ein süßes Selfie, das sie im Arm ihres Partners Karol Kocemba zeigt.